Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xeroni am Start, wieder mit einem random Clash Royale Video. War den ganzen Tag heute unterwegs und habe für euch ein paar Truhen gespart. Das heißt, wir holen uns heute die Princess 100%. 100% ziehen wir eine Legendary. Naja, ich bin mir nicht so sicher, aber egal. Wir öffnen heute auf jeden Fall die Truhen und wir machen auch ein paar Live-Kämpfe. Ihr habt euch beim letzten Video gewünscht, hey Evan, mach wieder Live-Kämpfe. Eigentlich mache ich das immer abwechselnd, aber. Ja gut, es klang so in den Kommentaren, als würde ich nie Live-Kämpfe machen, aber ich mache heute noch einen Live-Kampf. Nicht gegen meinen Clan, sondern gegen die richtige Welt hier draußen, obwohl die Gegner hier sehr hässlich sind. Ich mache das sehr ungern, weil ich hier ziemlich schnell rage. Aber gut, wir sind momentan Platz 2 im Clan. Mein höchster Rekord liegt ja bei 2700 irgendwas, 2755. Wir haben mein normales Giant-Deck. Und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Merkt hier meine Anspannung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir machen das so. Mein Clanmate hat mir eben geschrieben. Schreib mal, sagt hallo zu YouTube. Oder in Clash Royale, Prinzessin, wo bleibst du? Deswegen sage ich jetzt, Prinzessin, wo bleibst du? Und dann hoffen wir, dass meine Princess gleich kommen wird. Drückt mir die Daumen. So, ich würde sagen, wir öffnen alle Truhen außer die Magietruhe und die Gratistruhe. Die machen wir nach den Kämpfen. Dann können wir auch ein bisschen was sammeln. Wir fangen an mit einer normalen Silberchest. Vielleicht ist ja irgendwas Gutes dabei. Ich freue mich schon über Gold, weil ich Gold dringend brauche. Danke für die hässlichen Minenwerfer und Ladies. Okay, Ladies ist eine gute Vorstufe zur Princess. Gold. Kobolde. Königsriese. Ah, Königsriesen werden so oft momentan eingesetzt. Ich mag die aber nach wie vor nicht. Hi YouTube, viel Glück, Kevin. Danke, Inferno. Vielen Dank. Kronentruhe. Let's go, Baby. 400 Gold. Juwelen. Grabstein, okay. Mini-Packer, okay. Königsriese, shit. Und. Ah, Knight. Shit. Ich krieg nie was Gutes. Komm schon. Please. Wir machen jetzt sowieso erstmal die Kämpfe. Drückt mir die Daumen. Hab heute noch kein Mal gespielt, kein einziges Match. Natürlich als allererstes ein Level 9er. John the Great. Okay. Ich mag es nicht, wenn ich ohne Musketieren oder Giant anfange. Ich weiß jetzt nicht, was ich setzen soll. Ich fange mal mit denen hier an. Okay. Ich setze ungern zuerst die Lakaienhorde. Die kann man schnell wegerren, falls er eine Lufttruppe hat. Kann ich nichts dagegen machen? Er hat eine fucking Princess und einen Dark Priest. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was ich machen soll. Es war einfach so Pech mit meiner Starthand. Aber ja, wir müssen die Princess wegfeilen und gleich dann hier mit Damage machen. Das ist unsere einzige Chance. Wir warten mal, bis sie auf unserer Seite sind, ja? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich brauche einen Knall. Und er hat einen Freeze. Holy shit, okay. GG. GG. Game over. Ihr versteht ihr jetzt, warum ich ungern Live-Kämpfe mache? Ich hasse sowas. Ich kann nichts machen. Mit meiner Starthand, die war einfach beschissen. Naja, wir haben noch nicht verloren, aber es sieht auf jeden Fall schlecht aus. Diese ganzen Neuner hier oben. Ich glaube, ich habe letztens meinem Clan geschrieben, in den letzten 10 Kämpfen kein einziger ohne Legendary. Kein einziger. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen gepennt. Das tut mir leid. Das lag an euch. Das ist eure Schuld, weil ich jetzt zu viel gequatscht habe. Kein einziger ohne Legendary. Natürlich kann man ganz easy ohne Legendary hochkommen, sonst wäre ich nicht so hochgekommen. Aber naja, Level 9, ich finde es schon ein bisschen unfair, aber man kann ja nichts dagegen machen. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Diese dumme Princess, though, aber ich weiß, er hat diese Lakaienhorde selbst, das ist mein Problem. Und mein Giant kommt hier gar nicht durch. Ich habe keine Chance. Wir müssen gleich hier das einsetzen und dann müssen wir. Ich komme hier nicht durch. Ich kann nicht Princess wegerren und dann Lakaienhorde. Wir können die Seite hier gut beschützen. Ja, das ist auf jeden Fall. Das haben wir. Das ist gut. Den Push haben wir auf jeden Fall zurückgedrängt. Aber wie kommen wir da durch? Ja, wie kommen wir da durch? Wenn ich meine klassische Comp habe, aber habt ihr gesehen, war kein Problem gerade. Die Princess ist so ugly. Können wir. Ah, gutes Placement. Gutes Placement von ihm. Hat er mega gemacht. Wir machen ein bisschen Damage. Ah, und er hat natürlich auch die Arrows. Und das ist jetzt mega hässlich. Ich habe diesmal aber die Pfeile, falls er seine Lakaienhorde setzt, könnten wir
God, second Packer. Holy shit, und zweite Princess. Jetzt lohnt sich natürlich die Pfeile, aber ihr wisst, worauf ich warte. Lakaien oder ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Da kommt die Lakaien oder ich kann nichts machen. Fuck! Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall vernünftig verteidigt. Meine Rakete schafft nicht so viel, dass wir den Tower uns holen können, aber naja, GG für ihn. Level 9, John the Great. Ich will auf jeden Fall einen Kampf mindestens gewinnen, ha? Mindestens einen gewinnen. Sonst finde ich das ein bisschen blöd. Also, wir wollen die Princess bekommen, aber wir müssen auch einen Kampf gewinnen, ne? Okay, Level 8 immerhin. Jojun. Alright, let's go. Wir haben leider keinen Giant, deswegen setze ich zuerst mal die Sperrkobolde nach da vorne und habe gehofft, dass vielleicht mein Giant kommt. Leider nein. Die machen ein bisschen Damage, aber nicht allzu viel. Die machen gar kein Damage, okay. Meine Güte, ich hasse es, wenn meine Comet nicht zusammenkommt. Die ist relativ oft dabei. Ich hoffe, dass er eine dicke Karte setzt auf die linke Seite, damit er damit ein bisschen überfordert ist. Okay, er macht's gut. Er macht's gut. Feuerball, okay. Jetzt weiß ich, dass er einen Feuerball hat. Vielleicht kommt ein Hawk. Ein Royal Giant, okay. Deswegen habe ich meine Barbaren jetzt aufgehalten oder aufgespart, damit wir wenigstens den Push relativ schnell beseitigen können. Die Dingsbums, die Musketieren war auch auf meine Barbaren fokussiert, deswegen sind wir da gut durchgekommen. Zweiter Fight, zweite Legendary Card. Was habe ich euch gesagt? Okay, ich habe hier gepennt, es tut mir leid. Die Videos lenken mich ab. So war es auch im Stream, im Clash Royale Stream. Ich quatsch mit euch die ganze Zeit, lese den Chat. Und mein Elix ist voll. Der trifft den Tower mit dem Giant. Das ist so hässlich. Ich setze die Musketieren ein bisschen weiter da hinten. Die müsste eigentlich hinter ihm laufen. Okay, er hat auf jeden Fall den Feuerball. Falls er den eher einsetzt, könnten wir... Defensive Elixir Pump. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Shit, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch hier. Ich warte noch ganz kurz. Er könnte den Feuerball einsetzen. Deswegen warte ich, bis ich... meine Barbaren setze, die Barbaren müssten... Shit, dieser Ice Wizard. Ich habe keine Chance. Wir werden heute eine Fail-Folge sehen. Ich versuche so wenig zu ragen wie möglich. Ihr seht, wie viel Damage diese einzelne Barbar da gemacht hat, weil mein Tower auf die anderen Truppen fokussiert war. Ich komme nicht durch heute. Es gibt auch so Tage, da ist es total easy und an manchen Tagen läuft gar nichts. Heute ist wahrscheinlich so ein Tag. Ah, nein. Nein, schieß nicht meinen Tower kaputt. Nein. Nein, nein, sehr gut, wir haben ihn beschützt. Er hat natürlich den Feuerball, ja, also zur Not kann er den setzen. Ich kann heute nichts machen. Ihr kennt mein Deck, ihr wisst, dass es gut klappt. Wir müssen jetzt ein bisschen YOLO machen, sonst kommen wir hier nicht durch. Der setzt jetzt den Feuerball auf der rechten Seite ein. Wir könnten den zweiten Giant setzen. Sehr gut, shit, diese Barbaren, fuck you. I'm sorry, ich reiß mich ja schon zusammen. Aber diese Kämpfe gerade, mit meinem Plan ist es einfach lustig. Ja, da denkt man so, ach, ist doch egal. Aber hier im richtigen Match, einfach nur pure Qual. Aber wenn ihr sowas hören wollt, dann mache ich das gerne für euch. Ich kämpfe lieber, ich kämpfe viel lieber für mich alleine und zeige euch dann irgendwelche Wiederholungen. Oder wie gesagt, macht das YOLO gegen meinen Clan. Aber das hier ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Aber naja, mein Deck klappt ja. Sonst wäre ich nicht so hochgekommen. Aber heute nicht. Gyrosa oder Gyrosa. Okay. Level 8. Wir haben unsere Comp. Wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann bin ich einfach ein schlechter Spieler und bin doof. Kann natürlich auch passieren. Bin mal gespannt, was er hat. Packer. Double Prince Packer, wie eben. Ich lasse ihn mal laufen. Wir haben auf jeden Fall die Barbaren für die rechte Seite, um gut zu verteidigen. Ich setze jetzt meine Musketieren. Bin mal gespannt, was seine nächste Karte ist. Vielleicht eine... Ein Hawk, okay. Ein Hawk. Dann mache ich das hier und mache das hier. Vielleicht hat er einen Freeze. Kein Freeze. Okay, Ice Wizard. Was habe ich euch gesagt? Dritter Fight. Dritte fucking Legendary Card. Mein Giant... Oh Gott, ich mache kurz Knall. Die Sperrkobolde hat mir zu... die kleinen Kobolde hat mir zu schnell zu viel Damage gemacht. Dann habe ich lieber den Knall da ein bisschen, naja, ausgegeben. Wir machen rechts und links schön Damage. Er freest den Tower, deswegen mache ich jetzt das hier, weil ich will nicht, dass die Valkyrie zu viel Damage macht. Okay, zwei Shots hat er abbekommen. Die Barbaren haben sogar mehr Damage gemacht als Dingsbums, ja? Okay, Magier. Okay. Soll ich ihn durchlaufen lassen oder soll ich den...
Ich setze den Giner da. Okay, dann trifft er nicht unseren Tower. Ich spiele ja ein bisschen vorsichtig, ja. Vielleicht war es ein bisschen zu aggressiv. Ich warte mal, ob er irgendwas setzt. Wieder den Ice Wizard. Der ist so gut. Ice Wizard und Princess sind so günstig und so gut. Natürlich wieder seine Valkyrie. Die trifft aber... Oh Gott. Schnell, 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 knall. Komm durch. Ah, fuck. Es tut mir leid für diese Wörter, aber das ist... Es ist tough. Es ist tough. Wieso fokussieren wir uns weiter auf den linken Tower, wenn wir am rechten Tower eigentlich relativ schnell durchkommen könnten? Jetzt hat er natürlich die Chance mit seinem Freeze. Ah, haut drauf. Oh, nice, nice. Wir müssen dran denken, er hat wirklich einen Freeze. Als Karte, ja, als Karte. Nicht nur als Dingsbums, sondern auch als Karte. So, Musketieren dahinter. Los, kommt durch. Wir könnten natürlich Rakete. Lohnt sich das, though? Hätte sich gelohnt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe zu spät drauf geachtet. Jetzt setzt er mich unter Druck, though. Jetzt setzt er mich richtig unter Druck, hä? Oh Gott, dieser Freeze. Ich mache einfach das hier, ja? Ein Hit für, auf jeden Fall. Ein Hit weniger. So, jetzt hat er einen riesen Push. Shit, falsch. Falsch, Heaven. Ich bin so aufgeregt gerade. Vielleicht sollten wir ein bisschen was wagen. Ja, wir wagen jetzt was. Wir setzen ihn unter Druck. Los. Shit, Pfeile. Shit, wir kommen nicht durch. Shit. Was mache ich? Okay, wir machen das hier und wir machen das hier. Dann halten wir den Magier vielleicht auf. Nein. Schieß. Wer gewinnt? Wer dieser Mistkerl gewinnt? Der gewinnt nicht, dieser Mistkerl. Der Mistkerl gewinnt nicht. Dieser fucking Wizard. Diese zwei, drei fucking Wizards. Es tut mir leid, aber das ist... Ah, die Rakete ist zu weit hinten. Nein, wir treffen nicht den Tower. Ah, die Rakete war Verschwendung. Wir hätten schön Damage am Tower gemacht. Der hat seinen Freeze. Passt auf. Wer? Fuck you. Ah, das war so easy für uns. Ich habe auch doof gespielt. 41 minus. Wow. Drei fucking loses. Ah, hat da irgendwann was geschrieben? Princess steckt in der Wand fest. Okay. Ich will einen Fight gewinnen. Ich hab's euch gesagt. Ich hasse es hier oben. Manchmal macht gleich absolut keinen Spaß mehr, wenn sowas passiert. Das war gerade gut. Die ersten zwei Kämpfe. Okay. Der Kampf gerade. Fucking stupid von mir. Okay, Joker. Hätten wir es gehabt, wenn wir den Tower mitgetroffen hätten? Ich weiß es nicht, ja. Okay. Vierter Kampf, vierte fucking Legendary. Ich hab's euch gesagt. Ich sage nicht, dass die besser sind, weil die eine Legendary haben. Aber es ist schon, naja, ein bisschen frustrierend manchmal. So, wir sind gut durchgekommen. Er arrowt die weg. Wieso läuft meine Musketiere nach da? Nein! Musketieren, was machst du? Ich komme nicht durch, dieser dumme Eismagier die ganze Zeit. Wir machen jetzt ein bisschen Damage da, aber der hat seine Baby-Kobolde. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Einfach nur Kobolde. Das andere sind Sperr-Kobolde. Wir haben natürlich jetzt wieder den Dingsbums hier. Und dann setze ich den zweiten Eiswizard. Der kommt natürlich jetzt auch noch. Ich überlege, ob ich den Knall setzen soll. Nein, ich spare lieber, ja. Ich hätte den Knall einsetzen können, aber ich spare lieber. Da kommen wir ohne durch. Schaffen die das? Nein, fast. Womit hat er so viel Damage gemacht? Ja, Royal Giant, okay. Ich verstehe. Okay. Merkt ihr, wie ich langsam so immer so frustrierter werde? Es tut mir leid. Normalerweise mache ich ja sehr gerne lustige Videos und habe sehr viel Spaß, aber gerade fucking Bullshit. Ja, sterb, Barbaren. So, es war mir klar, deswegen mache ich das jetzt. Nice. Fuck you, Royal Giant. Ich nehme jetzt meine Sperrkobalde. Wir sind auf jeden Fall gut am Tower. Der Ice Wizard freest mich jetzt. Den Tower, der gehört uns. G fucking G. So. Wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht gewonnen, wollte ich sagen. Wir haben aber auch noch nicht verloren, ne? Beides. Es kann auch noch sich komplett wenden, ne? Ich spiele ein bisschen defensiv. Ihr merkt das gerade. Der Kampf eben hat mich ein bisschen aufgeregt. So, Hawk. Ah, er hatte auch seinen Hawk. Ah, er setzt seine Pfeile ein. GG, Boy. Okay, das heißt, wir können gleich mit unserer Lakaienhorde Spaß haben.
Nice, er hat keine Abwehr gegen die Lakaien, oder? Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. So, ich bin jetzt sehr, sehr aggressiv. So, ich stunne, damit dieser dumme Eislöser, und ich habe ja Barbaren. Yay, er hat seine Pfeile, hat er sie so schnell wiederbekommen? What the hell? What the hell, okay. Ich will den zweiten Tower, 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 ich will den zweiten Tower. Sperrkobolde, schießt Pfeile. Ah, 10 Sekunden. Los, er kann ruhig den Tower holen. Ich will den zweiten fucking Tower. Ich will den zweiten fucking Tower. Yay. So, jetzt noch stunnen. Extra böse sein. Ha, 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 ha. 11. Und jetzt mache ich hier das. Ha. Okay, ich bin böse. Ha. Ich bin böse. Es tut mir leid, aber dieses Spiel regt manchmal auf. Da muss man auch böse sein, ja. Da muss man extra böse sein. So. Damit ihr mich jetzt wieder glücklich stimmen könnt, müsst ihr mir eine Princess geben. Bitte gleich mal. Please, please. Es gibt manchmal Serien. 10 Fights hintereinander los. 10 Fights. Man darf sich aber nicht aufregen. Das ist, glaube ich, sehr normal für dieses Spiel. Was ich von Freunden gehört habe, sieht es bei denen genauso aus. Man kann sein Deck umstellen, wie man will. Man verliert einfach 10 Mal am Stück. Und dann plötzlich wieder win, 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 lose, win, 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 lose. Manchmal, ja, deswegen mache ich sowas ungern, aber ihr habt es euch gewünscht, deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt zufrieden seid. Princess, kommt zu mir. Please. Ah, Royal Giant. Okay, Magietruhe, bitte. Princess, Baby, Gold, Ladies, Grabstein, Elix-Sammler, okay, Knight, okay. Nichts von den Sachen, die ich benutze einfach gar nichts davon. Bombenturm benutze ich auch nicht. Schön Level 6, aber benutze ich nicht. Und okay, Guards. Naja. Keine Princess. Ah. Viele in meinem Clan haben jetzt die Princess bekommen. Naja. Soll ich die Guards aufwerten? Die habe ich übrigens letztens bekommen. Ich glaube, ich werte die mal auf, ja? Die Guards werte ich auf und ich glaube, den werte ich auf. Ich soll mein Gold sparen, aber ich möchte. Das ist so schade, wenn man Free-to-Play ist. Kann man nicht wirklich so sehr mit seinen Decks variieren, weil ihr seht richtig, wie teuer das ist. Und wenn ich jetzt Hawk und Magier gerne aufwerten würde, 2000, 2000, 4000, dann ist mein Gold schon wieder komplett weg. Und der andere Karten, es wird einfach mega teuer. Also man muss sich schon relativ auf eine Richtung fokussieren und kann nicht alles aufwerten. Das ist ein bisschen schade, aber so ist das Spiel leider. Wie ihr sehen könnt, alle Karten außer die Legendaries, davon leider keine. Ich hatte letztens in Level 7er 2 Legendaries. Schön. Naja, also ihr habt es gesehen, heute jeder Kampf alle mit Legendaries. Und naja, sowas kann passieren, beziehungsweise sowas sehe ich in letzter Zeit sehr oft. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, geben wir gerne einen Daumen nach oben. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Clash Royale Video wiedersehen. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.